Stefan Effenberg, herzlich willkommen beim KFC Uerdingen. Du hast jetzt deine erste Trainingswoche mit der Mannschaft, das erste Testspiel hinter dir. Wie sind deine ersten Eindrücke? Ja, es war eine sehr intensive Woche. Die Jungs haben richtig gut trainiert, sind mit wirklich Feuereifer dabei. Und von daher bin ich unterm Strich zufrieden. Auch Testspiel gestern, das Ergebnis dann ist doch zweitrangig, weil wir da auf andere Dinge schauen. Aber das war eine sehr, sehr gute Woche. Für mich persönlich, aber auch für die Jungs. Was ist dir aufgefallen an der Mannschaft? Sind dir da schon an einzelnen Spielern Sachen aufgefallen, die dir besonders gut gefallen? Ja, sie leben. Also sie brennen, ne? Und das sieht man auch im Einsatz, in den Trainingseinheiten. Sie sind wirklich voll dabei, reden viel miteinander. Also all die Dinge, die im Fußball einfach notwendig sind, die sind hier definitiv vorhanden. Potenzial ist auch da. Großes Potenzial, und wenn sie jetzt zusammenhalten, dann wird das auch eine erfolgreiche Geschichte. Was glaubst du, wo der Weg die nächsten Wochen hinführen kann, jetzt völlig unabhängig von den Ergebnissen? Ja, unabhängig von den Ergebnissen, also die Ergebnisse sind ja nicht unwichtig, aber wir wollen Fortschritte machen. Also ich mache das gar nicht fest an irgendeinen Tabellenplatz oder gebe dann irgendetwas vor. Wichtig ist, in die Erfolgsspur reinzukommen und das auch zu halten über einen längeren Zeitraum, und dann entwickelt sich auch was.